Hallo zu einer neuen Ausgabe der UV-Video-Wochenschau. Einmal im Monat gibt es bei den Kinos bei uns im Landkreis einen Nachmittag speziell für Senioren. Das Ganze heißt Malteser Filmcafé und ist eine Kooperation zwischen den Kinobetreibern und eben den Maltesern. Statt Popcorn und Cola gibt es dann Butterkuchen und Kaffee. Und meine Kollegin Maike Scholz und ich, wir haben uns das Ganze mal aus der Nähe angeschaut im Kapitolkino in Lohne. Den Artikel zum Thema gibt es am Freitag in der UV und das Video von mir, das findet ihr auf unserer Homepage www.oldenburgische-volkszeitung.de. Und in Goldenstedt wurde die erste Stromtankstelle für Elektroautos eingeweiht. Unsere Nordkreisreporterin Yvonne Luxoll war für euch mit dabei und ihren Artikel dazu, den gibt es auch am Freitag in der UV. Und ein Video zum Thema, das findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Moin. Hallo Herr Niewuhs. Das ist unser neuer Q2, den haben wir am Wochenende vorgestellt. Ist ein ganz neues Segment im SUV-Bereich. Das Fahrzeug ist etwas höher. Hier haben wir einen 1,4 Liter TFSI-Motor mit 150 PS als S-Tronic Automatik ausgestattet. Und den dürfen Sie jetzt gerne einmal Probe fahren. Sehr schön, danke schön. Ich gebe Ihnen den Schlüssel, wünsche Ihnen viel Spaß und gute Fahrt mit dem Fahrzeug. In Vechta gibt es an diesem Wochenende den 7. Barbara-Markt. Den winterlichen Mittelaltermarkt findet ihr beim Museum im Zeughaus. Die Buden sind zu folgenden Uhrzeiten geöffnet, am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Und in Goldenstedt haben wir an diesem ersten Adventswochenende wieder den Kunst- und Handwerkermarkt. In der Marienschule und im Bürgersaal vom Rathaus in Goldenstedt. Dort haben wir folgende Öffnungszeiten, am Samstag von 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Stöbern und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche.